Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aerotalkt Assassin's Creed Black Flag. So, ja, wir sind hier noch auf der Insel, wo wir gerade mit den Piraten drüber gesprochen haben, dass wir jetzt die El Arza del Master aufspüren sollen. Aber ich meine, ich habe hier eine Karte, die uns sagt, dass wir hier was finden. Und das müsste eigentlich dann hier irgendwo sein. Oder muss ich irgendwo rauf? Halt, 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 halt. Hier war doch gerade was. Graben. Da! Schatzkarte Nummer 1 abgelaufen. Oh. Okay. Planken 3000 Kohl. Mal gucken. Ja, diese Schatzkarte ist auch tatsächlich aus unserem Besitz verschwunden. Ja klar, ist ja jetzt wertlos, weil jetzt haben wir den Schatz. Okay, dann gehen wir jetzt auf in unser Schiff. Warum ist hier ein roter Punkt? Wegen da oben irgendwas oder? Auf der Karte, auf der Minimap kann man so einen ganz kleinen roten Punkt erkennen. Aber na gut, ist egal. Ja, die Hirsche habe ich hier schon erlegt. Damit haben wir sozusagen eine Art Brustpanzer uns gebaut. Ja, aber wir gehen jetzt halt das Schiff oder suchen. Hast sie den Spaniern stibitzt, nicht wahr? Ei, inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Piraten. Komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Ah ja, okay. Aber sonst sehe ich hier keine Schiffe im Moment. Oh, 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 oh. Okay. Ich glaube, ich habe das Schiff gefunden. Spanier, Engländer, alle platt gemacht. Okay. Oh, oh, oh. Das kommt uns sogar entgegen. Okay, da müssen wir mal ganz kurz ein wenig außen rumfahren. Spanier und ein Spanier. Okay. Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Ei, okay. Es kommt. Weiter wegfahren kann ich ja nicht. Was, was, was? Ich war zu weit im gelben Gebiet. Mist. Okay. Das heißt, das Schiff wendet also. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Das Großmast an die Fallleinen. Holt an. Nochmal ein großes Schiff. Okay. Bringt jeden Fetzen Stoff in den Wind. Ein Sturm, Captain. Sieht schlimm aus. Echt? Ja, super. Uah!
Solange wir auf Verfolgungskurs sind, ist alles okay. Ich muss aufpassen, der Gelbe vor uns. Rahm und Marssegel festzurren! Vorsegel reffen! Setzt jeden Zoll Segel! Setzt alle Segel, die Segel reffen raus aus der Böe! Bringt den Kahn zum Stillstand! Okay. Herr Segelmänner! So, wir drehen mal das Schiff. Segelbewegung! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Oh, schönes Metall. Och, Mann. Auf Geier, nehmt Druck vom Baum. Eis so. Segel an die Schoten. Alle außer Großberg. Segel setzen. Okay, wieder langsamer fahren. Treffen, Männer, Rahmsegel einholen. Ich muss da aufpassen, dass wir halt nicht hier irgendwie von jemandem platt gemacht werden. So viel Segel wie ihr könnt. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Okay. Alle Segel, sie verträgt das. So, schön hinter diesem Schiff bleiben. Auch noch Metall, ey. Das wäre ein schönes Schiff, jeweils hier zu erbeuten. Nehmt die Rahn aus dem Wind. So. Lehsegel hoch, aufgehalten. Setzt jeden Zoll Segel. Oh, wie weit müssen wir denn noch schwimmen? Lehsegel einholen. Mit Schmackes, Jungs. Ist kein so viel Segel, wie ihr könnt. So. Setzt Top, Rahm und Marssegel. Setzen wir uns nochmal dahinter. Es sieht jetzt im Moment ganz gut aus für uns. Okay. Topsegel reff! Alles setzen und schaffen zum Wind ausrichten. Guck mal, da vorne haben wir schon mal so ein Schiff geschickt. Den nehmen wir auf. Rahmsegel! Von Backbord, Sir! Schiffswrack überwinden! Haltet euch fest! Gebt den Wind nach! So, er beutet fünfmal rum. Oh, das war ganz gut. Charles Wayne, das ist ein skrupelloser Hund. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Okay. Lehsegel heißt, los geht's! In die Rahn auf dem Wind! Wow. Mörser, Zielgebiet, okay. Wenn du unter Mörserbeschuss liegst, zeigt ein Kreis auf die Wasseroberfläche. Achso, ja. Ich muss aus den jeweils rausschwimmen. So wie hier. Okay. Ich will wenigstens. Captain, er treibt Beute vorbei, Captain. Gebt den Wind auf! So. Da, sie feuern mit Mörsern, Captain. Holt sie nieder, raus aus dem Wind. Torsegel setzen. Bringt jeden fetten Stoff in den Wind. Achso, Mörser ausweichen, okay. Zeigt es. Charles Wayne auf der Flucht, eingezogenem Schwanz. Das ist gut für uns. Dreckige Bastarde! Wir müssen uns schnell um die kümmern! Vergesst die Galeone und schickt diese Störer wieder zurück! Feuer! Ein Block mehr! Und auf den Mars- und Topsegelberg! Feuer! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Bam! Erbeutet. Feuer! Feuer!
So. Na los. Feuer! Und auf Segelreffen raus aus der Böhm! So. Feuer! Stopp! Bram! Segel! Okay. Ach, Mist, wollte ich alle retten. Naja, egal. Wir haben das Schiff verloren. Wir segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Ja, Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Wie immer. Nachdenken. Vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Ja. Zwei Boote mit einer was Breitseite versenken, okay. Schiff mit schweren Kugeln. Okay. Ja, ich keine Ahnung, wie ich jetzt die Kugeln auswählen kann, jeweils. Captain am Ruder! Vieren und Fahrt aufnehmen! Okay. Erstmal werde ich hier ganz fix noch die Beute sammeln. Leesegel heißen, los geht's! Jetzt Top, Rahm und Marssegel! Och, der hat Metall dabei. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Das Schiff holen wir uns jetzt. Feuer! Ja! Ja! Alle Mann auf Post! Feuer! Sehr schön. Da haben wir doch wunderbar platt gemacht, das Schiff. Kaum Schaden genommen. Setzt jeden Zoll Segel. Wir ziehen ihren Untergang. Genau. Ranziehen. Halt. So. Auf, weg bist du! Auf! Ah, das war's schon. Brauche ich schon mal drei erwischen. Okay. Hammer. Sehr schön. Okay. Ordentlich gemacht. Versenkt das restliche Holzfrack. Fein gemacht, Jungs. Fein gemacht. So, was haben wir denn da hinten? Rumzucker. Ach kommt Jungs, das können wir da auch noch mal überfallen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann gehen wir langsam zur Mission, okay? Ja, doch den Schiffsbrüchigen retten wir auf jeden Fall. Die ist schon unter Beschuss.
Wow, was haben wir denn geschaffen? So. Feuer! Wenn die Wanden alle Segel reffen! Feuer! 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 Ein Moment, ein Moment! Na, oh. Aufgang, Aufgang. Feuer! 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 Ah, Mist. Wir setzen Feuer! Hier fest. Puh. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Verdammt, wir saßen da gerade fest. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hm, das war jetzt echt nicht so geplant. Aber naja, was soll's. So. Okay, dann reparieren wir auf jeden Fall das Schiff erstmal damit. So, okay, das haben wir schon mal geschafft. Sehr gut. Und gleich holen wir das nächste Schiff uns. Puh. Das war jetzt doch ein wenig. Und ein Crewmitglied. Natürlich reparieren. So. Rahm und Marssegel fest zurren. Enterhaken los! Ran an die Beute! Den Kapitän weg! Weg! Ach Mist! Ah, das war's! Los! Ah, Mist! So, erstmal nachladen. Ich brauche Munition. An die Flagge soll ich kommen? Ach so. Weiter nach oben noch?
Okay. Ah, stimmt ja, das. So. Ist ja auch eine Brex. Zack, weg ist er. Yay! Geschafft. Sehr schön. So, meine britischen Männer. Was wollen Sie das? Bekanntheitsgrad verringern? Ach, können wir damit auch machen? Ja, repariert ist so ja eh. Wir tun die Bekanntheitsgrad damit senken. Kommt mit oder sterbt. Ja, aus Engländer werden jetzt Piraten. Oh, weg ist es. Okay. Mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, guck mal, ich wäre jetzt hierhin gefahren, aber wir müssen... bis da runter. Okay. Alle Segel! Okay. Obwohl da so eine Dings ist, dann lassen wir das mal. Absegel, raff! Ach, nur Fässer, ja, nee. Segel setzen! Ja, das können wir mal hier und später mal machen. Es gibt definitiv auch nochmal Zeit, dass wir ja auch ganz nur uns mal hier den ganzen anderen Scheiß widmen. Zocker rum. Nein, wir werden jetzt die Mission machen. Habe ich ja versprochen. Also machen wir das jetzt auch. Oh, da vorne schwimmt ein Schiff. Okay. Guckt euch da hinten rum und Zucker. Rum und Zucker. Zwei Fregatten. Voraus. Auch nochmal. Oh, mit 100 Metallfregatte. Das wäre doch mal eine. Was haben wir da? Metall, ja. Da haben wir noch ein Begleitschiff. Ach, ich bin. Nein, wir werden die Mission machen. So Freibeuterfahrt kann ich ja auch alleine mal offline machen. Ja, das werde ich auch so machen dann mal. Das Freibeuter werde ich mal ohne euch machen. Ja, so ein bisschen hin und her fahren, ein bisschen erkunden, ein bisschen frei machen hier. Vielleicht schalte ich noch zwischendurch einfach mal rein. Werft die Top- und Bramsegel! Okay. Mehr Segel, alle Segel! Okay. Alte Bauten. Mission starten. Ah, okay. Einmal nur S drücken, dann geht's. Naja. Erstmal ordentlichen Schluck hier nehmen aus der Bulle. Ja. Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt! Stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns! Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone. Und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Genau. Winselt und sagt nee. Finde ich sehr schön. Okay. Dann ab ins Sperrgebiet. Ja, Captain am Freischwimmen. So. Ich nehme ja alles mit, was jetzt gibt's. Papa will hier nichts übrig lassen. Ja. Deswegen guckt auch mal Papa da hinten lang.
Vielleicht findet ja Papa irgendwas Interessantes. Was? Gebiet. Achso. Nein, man findet hier nichts Interessantes. Habe ich doch euch gleich gesagt. Siehst du, ihr wolltet das doch nur sehen. Ja? Mein Gott. Seid ihr immer gierig. Ich habe euch doch gesagt, hier gibt's nichts. Und hier oben gibt's was. Ja, seht ihr? Wir müssen weiter höher. Habe ich euch doch gesagt. Warum hört mir hier keiner zu? Ne? So, so, ganz kurz. Nee. Müssen wir noch höher? Echt? Ernsthaft? Okay, wir gehen noch höher. Na, ein Glück, dass ein Holzgerüst ist. Also war hier schon jemand. Ja, dich nehmen wir mit. Ich habe noch nicht geguckt, wofür wir die brauchen. Kack mir gleich in die Hosse, so ungefähr. Halt. Ja doch. Ich guck jetzt einfach, ob wir da hoch. Da oben? Ja, da oben ist die Kiste. Mann, bin ich gut. Oh, so Eigenlob stinkt ja ganz schön. So. Ich kann leider nicht nach unten gucken. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, ist natürlich ein wenig, ja, schade. So könnte ich wenigstens, so konnte ich jetzt gerade nicht runter gucken. So hätte ich sonst sehen können, ob ich jetzt einfach springen hätte können. So. Kann man hier synchronisieren? Ich probiere es einfach mal. Nö, das nicht. Okay, aber... Ach, da ist unser Schiff. Das Wrack da sieht ganz interessant aus. Na gut. Nein, 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 nein. Oh, oh. Vielleicht bei Blut geschwitzt, ja? Okay. Gut. Aha, hier sind Gegner. So, versteckte Klingen. Dankeschön. Erwischt, würde ich glatt sagen. Ah, ich wette drum, ich darf hier keinen töten. Um die 100% Synchronität zu bekommen, wahrscheinlich. Aber wartet mal, da ging's doch. Nee. Okay, es ging gerade beides in dieselbe Richtung. Ich will wissen, wo es hier hingeht. Du bist meine Note! Was willst du mir sagen?
der ich hier nicht lang darf. Pass mal bloß auf, ja. Mein Sportsfreund. Okay. Eine Mauer wurde hier erbaut. Okay. Na. Nein. So hat sie nur da hoch, danke. Okay. Mal gucken, wie lang? Ach so. Ja, ganz vorsichtig rausziehen. Ah, da oben. Also das dürft ihr mir nicht übel nehmen, das Plündern, ja, also... Was soll ich denn da? Wartet mal. Doch. Halt. So. So. Haben wir. Wenn schon hier ich hier dran vorbeilaufe, kann ich auch alles mitnehmen. So ungefähr. Okay. Das sieht ja schon cool aus. Ach, guck mal, da hinten ist das Schiff schon mal. Okay. Ja, krass. Okay. Da haben wir schon mal das kleine Schiff. Na, nicht runterfallen, Edward. Kann man sich ja wehtun. Okay. Ach so, ein paar Sufis sind hier unterwegs. Okay. Obwohl, nee, das riskieren wir mal nicht. So. Okay, da oben ist einer. Mist. Warten wir ab, bis der vorbei ist. Oh.
Nehmen wir erst den hinteren. Okay. So. Das heißt, den kriegen wir auch gleich weg. Ich hoffe... Naja, also einiges müsste er die Füße sehen. Ach, da liegen Füße. Er hat sich bestimmt nur hingelegt. Okay. So. Ah, Mist. Nein, 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 Mist! Ach, Mann. Dann halt so. Ich wurde entdeckt, okay. So, dann holen wir uns unsere Patronen mal wieder. Hoffe ich doch. Rauchbomben voll, zwei Kugeln. Ja, ah, okay, haben wir. Ach, Mist, das wollte ich jetzt gerade gar nicht so. Naja, was soll's. Ist halt passiert. Jetzt wurde ich doch entdeckt. Oh. Oh, das sind aber ganz viele jetzt hier. Na los, jetzt komm her. Bevor der Rest kommt. Okay. Gut. Komm her. So. So, Nummer 3 haben wir da reingebracht. Ist auch gut. Oh, ich musste gerade aufstoßen. Ist ja echt schlimm. Halt. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nicht da lang. Dann nur hier lang. Ich wollte mir einiges so einen Überblick verschaffen. Aber wenn ich das nicht darf, ist ja okay. Halt, warte mal. Kann ich hier runterspringen? Komm her. Sehr schön. So. Dschungel durchqueren, habe ich doch. Hm.
Okay. Durchquere den Dschungel. Haben wir doch gemacht. Da gibt es keinen Punkt zum Verstecken. Okay. Ist schon ein gigantisches Schiff. Echt. Mist. Muss ich erst alle töten hier oder was? Ja, was stimmt denn? Wartet mal. Ich starte noch mal ganz kurz neu. Erinnerung. Nicht in den Kampf verwickeln lassen. Die Charge. Achso, ja. Kann ich das irgendwie noch mal nachladen? Weil irgendwie bei Dschungel durchqueren haben wir. Wir hatten gerade die blauen Punkte gehabt auf der Karte, aber jetzt waren die weg. Achso, nein, die blauen Punkte sind Verstecke. Achso. Okay, ich hätte den gar nicht. So. War jetzt nicht so gewollt, aber naja, was soll's. So. Obwohl, wartet mal. Nein, ich halt jetzt nicht. Vielleicht kann ich ja hier so entlang auf das Schiff kommen. Oh! Nee, oh. Der Tag hat sich gelohnt. Okay. Ja, der ist beim Kiste wegtragen, hat er sich das Genick gebrochen.
Gebiet nicht verfügbar. Nein, ich schwimme doch dahin. Ich hoffe, ich mache jetzt das Richtige, ehrlich gesagt. So. Komm her, mein Freund. Hintere Kanonen auch noch, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Aber es ist echt gigantisch groß, das Schiff. Beeilung, Muchachos! Sputet euch! No nos engañarás con eso. Das war jetzt gar nicht der Plan. Wartet mal, ich gehe mal ein bisschen weiter runter. So. Ja. Das war null der Plan, aber naja, was soll's. Na? Kommst du her? Nein? Ach, das ist der Typ. Komet Astartarus. Das wird der letzte Landgang für einen Monat sein. Okay. Machen wir das erstmal so. Okay, nee. Jetzt warte ich mal ganz knapp ab, bis die vorbeigelaufen sind. Und dann sehe ich gerade, dass ich hier hochlaufen kann. Okay, das ist unser Ziel auf jeden Fall. Vamos, deprisa. Wir laufen diese Woche 4 Elfen an. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Nein, ich. Achso. So. Wir müssen darüber. Weil ich soll ein Luftattentat auf ihn ausüben. Also. Komet Astartarus. Das wird der letzte Land für einen Monat sein. Okay. Dann darüber. Ah, er läuft gerade da hinten hin. Ja. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fiste Pütter. Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der Unteren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt, ohne Parasiten wie dich. Mhm.
que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Verstehe dich nicht. Keine Ahnung, was du willst. Okay, den haben wir schon mal. Gehört uns! Ja! Nicht im Kampf verwickeln lassen, ja klar. Wir wurden ja entdeckt. Okay. Naja, was soll's. Was soll's, wir haben's. Die Bucht gehört uns. Ah ja, okay. Ach, wir haben jetzt uns Land ge... Oh. Entschuldigung. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Okay. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Irgendwas brummt hier die ganze Zeit. Achso, ja, ich folge dir. Kein Problem. Ja, ich komme nach. Olivier ist echt nett, der beißt nicht. Und was ist, wenn ich beiße? Aber gut zu wissen, dass es keine Bonis gibt, sondern nur hier, ja. Sie kommen nicht mit? Nein? Okay. Labor? Ah ne, Lobby, Entschuldigung, Lobby. Etage 15. Yeah, wir dürfen bis nach... Hi. Test, test. Funktioniert das Ding? Hä? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Wow. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Okay. Oh, warte. Ja, bonjour. Ja, hallo euch auch. Chinesische Mauer. Karibik. Keine Ahnung. Ups, stehe ich fest. Entschuldigung, ich will mir Bilder angucken. Alles mit Kenway zu tun. Stimmt etwas nicht? Das auch. Warte mal, was? Kannst du mal was sagen? Hört sich an, gerade wie diese Art Vergangenheit-Zukunftsstimme hier, die komische. Wie heißt die? Rein mit ihm. Die immer Enzio und Altair besucht hatte, sozusagen, also in den Visionen für Deathman, sozusagen. Nein? Sie sind doch nicht nervös, oder? Er ist wirklich sehr nett. Nee, doch nicht. Okay. Dachte jetzt nur. Ach, da sitzt er. Naja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Wow. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Letitia. Ja, bevor du da weiter quatscht. Hey, danke.
danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe... Oh, das wollte ich nicht. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, on s'en crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Hallo, okay. Bonjour. Oui. Tout va bien. Den eigenen Animus Workstation. Okay. Aber guckt euch mal den Ausblick hier an. Pas vraiment? Pourquoi? Oh. Ach, hier ist eine Baustelle, sehe ich gerade. Okay. Pas vraiment? Das sieht aber schon cool aus. Es ist auf jeden Fall hier in Frankreich. Pas vraiment? Ich weiß nicht, sieht man hier irgendetwas, was von Frankreich so wichtig ist? Keine Ahnung. Pourquoi? Okay. Bon, d'accord. Ja, du mich auch. Ich gehe mal hier weiter. Ganz kurz gucken, was hat er denn hier so alles liegen? Pas vraiment? Nee, bücken kann ich mich nicht, schade. Okay, kann ich hier Zugriff machen? Nö. Pas vraiment? Aha. Zwei doppelläufige Schrotflinten, ey, das ist hart, ey. Ne, vier. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Hi, John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Gut. Ja? Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Okay. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Ja, danke schön. Ah ne, da lang müssen wir. Okay. Alles verändern. Alles verändern. Okay, wir verändern alles. Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Okay. Nein, und ich führe dich dadurch. Ja, darf ich trotzdem hier mal gucken? Okay. Ach, guck mal, hier gibt's noch eine Notiz. Ja, die lese ich irgendwann mal. Eingesammelt ist eingesammelt. Ist das denn hier ein Drucker? Okay. Melde dich an, klar? Ja, darf ich noch mal gucken? Ach, in den hier müssen wir rein. Okay, Entschuldigung, hier rein. Herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Aha. Du hast es. Gut. Jetzt
lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich Meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Die haben vor Ort ihn ausgeweidet? Ernsthaft? Alte Scheiße. Du bist ja besser, als ich gehofft hatte. Und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein. Hm? Außer du kannst nicht anders. Genau, außer ich kann nicht anders. Und das mache ich jetzt auch so. Okay. Ich habe keine Ahnung, ja? Und schaffe es gleich mit Ema und sage, ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Ach ja, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Okay. Hey Dad. Weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, heraufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Kann
Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer. Wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast. War ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Ja. Okay, also ich werde das natürlich hier alle hacken. Das ist ja klar, weil es geht um Desmond Miles. Ja, okay, geschafft. Wie, ich muss selber lesen, dann gibt's Ärger. Ach, sieht man, der Papst. Okay. 1, 2. Nummer 3 ist auch rot. Ja, okay, dann können wir jetzt hier rausgehen. Das ist Sicherheitsgabe 2. Hier müsste ich da mal durchgehen. Da sitzt einer. Entschuldigung. Ne, es waren die Toiletten. Da sitzt auch einer. Ich würde sie auch selbst abliefern, aber ich stecke gerade ganz tief im Datenbankcode. Da sitzt auch einer. Das ist ja meiner. Ja, ich gebe gleich ab. Da sitzt auch einer. Halt! Was war das hier? Da! Ja, irgendwann mal. Ja, okay, gut. Dann, ach, hier ist auch nochmal. Mann, ich kann es nicht erwarten, deinen Bewertungsbogen auszufüllen. Das gibt ein dickes Ungenügend. Ja, trotzdem, ich will alles... Auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Okay. Nein. So. Yes, geschafft. Das ist wieder dieser Frosch über die Autobahn bekommen. Früher, das Spiel. Oh, noch eine Aufnahme. I have now resumed the practice of dressing as a man. I have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraints.
I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been. How is he? Our three doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Okay, ich brech mal ab. Oder? Kommt noch was in Deutsch? Ansonsten breche ich ab das Audio. Na? Surrogate Initiative, Test Session 32. Ja, okay, gut. Leider nicht in Deutsch. Schade. Sonst hätte ich das gerne mir angehört weiter. Also alles, was in Englisch ist, überspringe ich einfach her, Jungs. Kanonen. Aha, ein kleiner Ballertyp. Natürlich tue ich erstmal hier alle durchhacken. Auch wieder, oh, wieder der Frosch, okay. Achso, so. Lalalalalala. Einmal darüber. Nein! So. Und so. Geschafft. Okay. Puh. Ich bringe ja gleich die Dings runter, die Datei. Okay. Es ist ein paar Wochen her seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich. Ich meine, für dich sind es nur ein paar Sekunden. Ein Schritt runter in der Playlist. Jedenfalls, ich sprach von Clay, Kismarek, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier. Einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und darauf mich über mein Single-Dasein zu beschweren und nicht zu wissen, was ich mit mir anstellen soll. Aber als ich Clay sah, der einfach so da saß, kam es zurück. Weißt du, Stück für Stück. Und als er mir von Lucy erzählte, habe ich... Ach, fuck. Du weißt schon, es tat weh. Du weißt, daran zu denken, dass ich sie getötet hatte, ohne irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Zumindest nicht in dem Moment. Tja, dann kam so viel zusammen. Die Erinnerungen von Ezio und Altair und die erste Zivilisation und dann, kurz bevor er verschwand, gab mir Clay seine Erinnerung. Mir. Er zeigte mir alles, was er gesehen und durchlebt hatte. Und es war kurz, aber überwältigend. Ich bin nicht sicher, wie ich es erklären kann. Er konnte einen kurzen Blick auf Adam und Eva werfen und ihre Flucht aus der Sklaverei. Er sah den Anfang und das Ende des Krieges zwischen den Menschen und der ersten Zivilisation. Er sah Minerva und Juno und Tinia, wie sie versuchten, ihre Rechnungen anzustellen.
Zumindest nannten sie es so. Sie hatten Hilfsmittel. Mächtige Maschinen, die die mögliche Zukunft vorhersagen konnten. Nicht, was geschehen wird, sondern was geschehen könnte. Möglichkeiten. Und sie investierten viel Energie, um herauszufinden, wie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario aussieht. Für sie und uns. Und ich schätze, am Ende war ich ihr wahrscheinlichster Kandidat. Ein Typ namens Desmond, der am Ende des 20. Jahrhunderts unserer Zeit lebt. Aber welcher Desmond war der Richtige? Denn weißt du, mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Sie verzweigen sich in so viele Äste. Welchen Ast von mir brauchten sie? War es der Desmond, der früh heiratete und einen Sohn bekam? Oder der Single Desmond in New York? Oder der Desmond, der nach San Francisco zog und Kellner wurde? Vielleicht der Desmond, der in einer Autolackiererei in Chicago arbeitete? Oder... Vielleicht war es das Ich, das nie von zu Hause weggelaufen ist. Die erste Zivilisation hatte viele Varianten zur Auswahl, aber am Ende fiel die Wahl auf mich. Ich bin der Desmond, dem ihre besten Berechnungen ausgespuckt haben. Ich bin der Desmond, dem sie ihre Nachrichten hinterließen. Und ich schätze, mit dieser Ehre muss ich wohl leben. So eine Ehre. Ich bin müde. Ich melde mich später wieder. Ciao. Ja. Oh, hier ist nichts. Nur noch eine Notiz. Okay. Hier drüben. Ich könnte auch selbst abliefern, aber ich stecke gerade ganz tief im Datenbankcode. Ja, mein Freund. Ich will aber wenigstens einmal die Sachen durchgehen. Danke. So, okay. Ich gehe ja schon runter. Und zur Lobby. So. Nee, falsch. Da lang. Okay. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein. Ich habe mich Wort für Wort ans Rezept gehalten. Das ist Kunst, Sean, keine Wissenschaft. Sag ich doch, es sind die. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Ja. Wow. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Viel Spaß im Piratenleben, ja. Ob die jetzt alle 6 Daten sich geholt haben, die ich jetzt geholt habe? Aus den Computern oder jetzt nur die eine Datei? Oh, was? Glasböden? Server? So wie es aussieht? Ich guck mal hier weiter. Achso, das sind Toiletten. Das Gebäude ist doch unglaublich schön, nicht wahr? Das Gebäude ist unglaublich schön. Nö. Nein? Achso, ab der Herbuchstufe 3. Ich komme nicht raus. Ich bin ein Gefangener. Warte mal. Keine Schusswaffen, keine Hunde. Okay. Ja, glaube schon. Er ist total arrogant. Hast du es mal aus und wieder eingeschaltet? Er sagt ja nicht mal ein Problem. Genau. Kein Junge mehr von uns und von meiner alten Ausbilder. Der Bediener, der Fehler sitzt immer vor dem Rechner, meist. Naja, ist ein Benutzerfehler. Egal was war, alles ein Benutzerfehler. Stufe 3. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Aber
wir verabschieden uns hier. Ha! Bin ich fies. Ja, ich weiß. Nein. Wir verabschieden uns hier. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei Kenway, wenn es weitergeht. Ja? Und bis dahin will ich euch noch einen schönen Abend wünschen. Und bis dahin alles Gute. Und ciao, ciao. Ja, still jetzt da. Ich sag dir ciao, ciao. So. Also, euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.